bin begeistert. Also ein faszinierendes Erlebnis. Hochtalentierte Musiker, exzellente Interpreten. Und in dem Dialog der Kulturen der Länder miteinander über die Musik ist ein wirklich großartiges. Mir persönlich hat am besten gefallen der Violinspieler aus der Ukraine mit seiner Carmen-Improvisation. Und mir hat die ganz kleine deutsche Pianistin gefallen. Es muss ein sehr intelligentes Mädchen. Sie will mit 14 Jahren, wie sie das Abitur gemacht haben. Und sie ist jetzt 12, wurde gesagt. 12 oder 13, ja. Unwahrscheinlich. Also ich fand es sehr beeindruckend, gerade wenn man so überlegt, eine 12-Jährige am Klavier und bringt ja, so eine Leistung, das ist unglaublich. Also es schließt sich an die extrem positiven Eindrücke aus dem letzten Jahr deutlich an. Es ist beeindruckend. Unglaublich, auf welchem Niveau diese jungen Musiker spielen. Aber die Überraschung des Abends für mich waren die beiden Instrumente, die ich noch nicht kannte, die Domra und der Bajan. Und es ist ja unglaublich, wie der junge Mann auf diesem Bajan gespielt hat. Also ja, originell waren natürlich die Instrumentierungen durch die Frau Skrödeva. Ja, was mich vor allen Dingen begeistert, ist diese Zusammenstellung des Orchesters, die vielen Nationalitäten, dass die Künstler alle sehr, sehr jung sind, dafür schon sehr, sehr gut spielen. Das hat uns sehr gut gefallen. Ja, wir kannten es schon vom letzten Jahr. Und die Idee ist natürlich gut, das Zusammenspielen der verschiedenen Nationen. Es ist wie in Elmau im Konzert mit Stars der Welt, nur die sind alle 15 bis 20. Ich bin begeistert, einen so schönen Abend, was Kultur angeht und was Menschen, Musik und die doch, sagen wir mal, großen Ideen der Welt angeht, über Musik geht's, über Politik offenbar nicht.